Hallo alle zusammen, es ist Giacomo von 77 Designs und ich wollte euch mal einen kleinen Bike-Check zu unserem neuen Cavenz VHP 16 geben. Ich war hier jetzt gerade beim 2019er Megavalanche, habe teilgenommen, konnte mich leider nur fürs Challenger-Rennen qualifizieren, weil ich mir das Kettenblatt verbogen habe. Dafür konnte ich aber beim Challenger-Rennen einen richtig guten Start hinlegen, war auf dem Schnee richtig gut, konnte auf 1 vorfahren. Konnte das Ding auch bis fast unten durchhalten. Dann kam aber noch jemand, der richtig Power in den Beinen hatte. Der hat, da musste ich einfach Platz machen und fair sein. Gehört ja auch dazu. Wie auch immer, ich würde euch gerne mal das Bike vorstellen. Wir haben ja ganz am Anfang der Videoserie schon mal erzählt gehabt, dass wir Racing wie Megavalanche und EWS im Kopf gehabt haben, als wir das Bike entwickelt haben. Und da es für mich relativ schwierig ist, am EWS teilzunehmen, schon alleine aus physischen Gründen, man muss einfach saustark sein, ist für mich einfach Megavalanche das perfekte Testgebiet und insofern bin ich mega happy, dass ich jetzt bei meiner ersten Erprobungsfahrt, sag ich mal, in dem richtigen alpinen Gelände und im Racing direkt auf den zweiten Platz vorfahren konnte und insofern das Konzept unter Beweis stellen konnte. So, jetzt fangen wir mal an. Was habe ich gemacht? Ich habe extrem hohen Spacer-Turm diesmal ausprobiert. Da muss ich nochmal den Leuten recht geben, die gesagt haben, Jungs, bitte, wenn ihr XXL und so weiter anbietet, dann bietet bitte auch längere Steuerrohre an. Das ist jetzt auf jeden Fall was bei mir angekommen ist und wo ich gerne Rücksicht drauf nehmen will. Nochmal so zum generellen Konzept. Für alle die vielleicht nicht jedes Video einzeln genau durchgeschaut haben, dass der Hauptkonstruktionsvorteil von dem Design ist eben der hohe Drehpunkt. Der Drehpunkt liegt nicht hier, wie manche denken, sondern eben virtuell ungefähr hier vorne gelagert beim ausgefederten Zustand und der wandert dann im Säg nach hier runter und durch den Federweg halt immer weiter runter. Diese Linie, die man hier runter austrägt, die definiert das Anti-Rise-Verhalten, wie sich das Rad eben auf der Bremse verhält. Und das haben wir eben sehr balanciert gewollt, weil man eben bei solchen Rennen wie hier nicht den Track komplett perfekt immer kennen kann. Und insofern will man ein Rad haben, was sich nicht hinten reinhockt, was aber auch nicht vorne rausgeht, sondern was sehr balanciert bleibt. Und insofern bleibt man bei jeder Situation, die auch unvorhergesehen ist, gerade auch im Schnee mit allen Leuten, wenn man da ins Gemetzel reinkommt, da braucht man einfach ein Bike, was sich sehr vorhersehbar fahren lässt. Anderes Thema natürlich auch bei so einem Rennen wie hier. Jeder weiß, da gibt es ein paar richtig gemeine Anstiege. Da ist ein guter, hoher Anti-Squat natürlich wichtig, dass das Ding einfach richtig gut klettert. Und ein guter Sitzwinkel. Der Sitzwinkel hat 77,5 Grad. Und da kommt man einfach in eine ganz tolle Sitzposition, wo man wirklich wie ein Cross-Country-Rad irgendwie das Ding hier die Berge hochtreten kann. Für die Downhills gibt es nichts Wichtigeres als einen schönen flachen Lenkwinkel. Da sind wir bei 64 Grad. Und das ballert einfach richtig gut. Dann eben, wie gesagt, mit einem relativ hohen Cockpit bei meiner Größe war das ein Traum. Ganz wenig Probleme mit Armpump und so weiter gehabt. Ja, dann kann man noch ein bisschen was zu den schönen Details erklären. Was für Komponenten habe ich benutzt? Ich habe Downhill-Reifen benutzt von Continental. Die haben halt ein richtig brutales Profil. Ich denke mal, dass ich dadurch auf dem Schnee halt richtig abziehen konnte, wo die Leute irgendwie wirklich am Struggeln waren, konnte ich einfach komplett dran vorbeifahren und mir meine Zeit irgendwie holen und mir meinen Vorsprung rausfahren, den ich dann hinterher wegen meinen schwachen Beinen wahrscheinlich wieder einbüßen musste. Aber so ist das halt, ne? Man muss wissen, wo seine Stärken sind und deswegen wollte ich die halt auf dem Schnee komplett ausspielen. Und es hat auch fast geklappt. Also zweiter Platz ist ja immerhin schon mal etwas. Dann habe ich eben jetzt Fox-Fahrwerk das erste Mal überhaupt für mich. Ich bin noch nie Fox gefahren und bin bis jetzt sehr begeistert. Gerade Stahlfederdämpfer mit einer etwas zu weichen Feder ist hier natürlich wirklich Gold wert, weil der nicht so stark auf die Höhenunterschiede reagiert und nicht so stark warm wird. Und die weiche Feder gibt natürlich extrem viel Komfort. Das gibt dann hin und wieder mal einen Durchschlag, aber dafür ist man insgesamt extrem komfortabel unterwegs und mit super viel Traktion. Sehr geil. Gabel hat 170 mm Federweg. Und ja, verzeiht einfach alles, die ballert richtig durch. Richtig schöne Performance, würde ich mal sagen. Bremsen vertraue ich auf Magura-Bremsen, vorne hinten 200er Scheibe. Und ganz ehrlich, man hängt hier teilweise so hart in der Bremse, dass die Bremse hinten heiß wird und man durchaus auch eine 220er Scheibe gebrauchen könnte. Sattelstütze vertrauen wir auf Bike Yoke,
einfach geile Performance, egal wie matschig es ist und was da drauf liegt. Das Ding klappert nicht und ist einfach mega geil. Ein ganz dickes Kompliment muss ich auch nochmal für We Are One hier aussprechen, für die Carbon-Laufräder. Ich habe mir einige Platten gefahren und bin dementsprechend auf einige Meter wirklich mit fast komplett platten Reifen gefahren. Und die Reifen sind nicht von der Felge gerutscht. Die Felge ist nicht kaputt gegangen. Ich habe keine einzige Speiche nachgespannt. Und das ist schon mal echt auch der Hammer für einen Mega-Valanche, dass ein Laufradsatz überhaupt komplett überlebt. Dann war noch ganz spannend. Eigentlich wollte ich hier ein ovales Kettenblatt ausprobieren. Das habe ich leider eben in der Quali versemmelt, bei diesem dicken Stein, der mich da fast ausgehebelt hätte. Da musste ich jetzt auf ein North Shore Billet wechseln. Wo ich aber eigentlich drauf hinaus wollte, ist die schöne Kurbel vom Cornelius, die Intent, hat mir auch sehr fein gedient. Und ganz klar nochmal, bei einem Rennen wie Mega, da benutzt man keine Carbon-Kurbeln, die leiden einfach viel zu sehr. Ich habe jetzt so viele kleine Macken und auch schon wirklich härtere Kontaktpunkte mit der Kurbel gehabt, wo ich wirklich nur froh bin, dass es eine Aluminiumkurbel ist. Das ist einfach so. Cockpit haben wir natürlich hier, unser neues Cockpit, unseren super leichten 69 Gramm Vorbau mit dem Lenker, den wir zusammen mit We Are One aus Kanada gemacht haben. Und das Ding hält einfach Bombe, das bei diesen harten Einsatzzwecken. Der Flex ist genau richtig, dass man eben nicht zu sehr ermüdet, und ein Träumchen. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Das war so ziemlich das komplette Rad. Wie gesagt, hohes Cockpit habe ich jetzt mal ausprobiert, habe ich verstanden, ist bei mir angekommen. Performance vom Rad war souverän. Es bleibt einfach mega schnell in so steilen, brutalen Steinstücken. Und ja, spart einem Energie. Und das ist ja, worum es geht bei so langen Downhill-Marathon-Rennen. Ne? Alles klar. Ich hoffe, das hat euch interessiert und das hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Tschüss.